Herzlich willkommen, Jürgen. Jürgen Michael Schick hier jetzt im Interview zu dem Thema: Wie opportunistisch ist denn der Berliner Markt überhaupt? Also es gibt viele große Investoren, die haben in Berlin viel Geld verdient, wurden erfolgreich im Immobilienbereich und investieren jetzt woanders. Aber es gibt auch viele kleinere, die sagen jetzt, hey, Berlin hört sich interessant an, ich geh da mal hin. Wie hoch ist die Chance, dass man da Erfolg hat mit seinen Investments? Ja, Fabian, das ist die Zauberfrage im Moment. Ja? Also ich glaube ja, Berlin strahlt als Marke so stark wie noch nie. Ja? Also es gibt keine Klassenfahrt in Deutschland und auch in Europa, die nicht nach Berlin will. Mhm. Ja, also Berlin ist politisch korrekt. Hier ist die Mauer gefallen. Hier ist einfach Highlife. Alle wollen hier hin. Also die Marke, das Brand ist so aufgeladen wie überhaupt noch nie. Ja? Ich glaube, das ist erstmal positiv. Das ist auch positiv für die Investitionsentscheidung und Berlin brummt. Ja, also die wirtschaftlichen Faktoren, die sind super und das kann man als Investor natürlich total gut nutzen. Okay, und wenn man jetzt von anderen Städten Deutschlands kommt, macht es dann Sinn einzusteigen in Berlin oder schwierig? Weil bei uns ist es zum Beispiel so, ich kann von mir behaupten, wenn jetzt einer kommt von außerhalb, habe ich dem gegenüber einen extremen Vorteil, denn ich kenne mich ja sehr gut aus. Und wenn jetzt einer von extern nach Berlin kommt, wo soll er dann sich umschauen? In welchen Stadtteilen ist noch ein bisschen Potenzial vergraben? In welchen ist es schon mehr oder weniger ausgeschöpft? Also bevor ich auf die Frage komme, wo es läuft, in welchen Stadtteilen, vielleicht nochmal eine Begründung, warum Berlin so spannend ist. Ja? Also wir lesen ja jetzt jeden Tag, dass die Wirtschaft nicht mehr so ganz läuft in Deutschland, dass die Lokomotive ein bisschen langsamer läuft. Also die Wachstumsprognosen sind ja alle gedrosselt worden für ganz Deutschland, aber nicht für Berlin. Also Berlin wächst deutlich oberhalb vom Bundesdurchschnitt. Ja, und die Zahlen, die es für die Bundeshauptstadt gibt, die sind super. Also die meisten Jobs zum Beispiel entstehen im Dienstleistungsbereich, was ja in vielen anderen Städten in Deutschland gar nicht der Fall ist, wo es viel um Produktion oder so geht. Ja? Aber so Märkte wie Information oder Kommunikation, die sind richtige Jobmotoren. Ja? Da sind beispielsweise in den ersten 3 Monaten in Berlin 11.000 neue Jobs entstanden. Ja? Okay. Also innerhalb von 3 Monaten ist richtig viel. Ja. Berlin ist ein Touristenmagnet. Ja. Also wenn man sich vorstellt, in 7 Millionen Übernachtungen gezählt haben. Ja. Das macht einfach deutlich, dass da wahnsinnig viel Traffic da ist. Und das ist ja für Mieter wie für spätere Käufer, wenn man eine Immobilie hat, schon auch relevant. Ja. Und Berlin ist halt mega dynamisch, was diese Arbeitsplätze-Situation angeht. Also wenn wir uns vorstellen, dass es hier 10.000 Firmenneugründungen gab im ersten Quartal 2019. Okay, das ja, sind 10.000. Ja, das zeigt ja, dass da mehr ist als nur Brandenburger Tor oder Prenzlauer Berg oder die Sightseeing-Highlights, die man so im Auge hat. Sondern es macht natürlich auch als Standort total viel Sinn. Jetzt könnte man sagen, andere Standorte sind auch gut, also Hamburg, Düsseldorf, München, Stuttgart, Heilbronn. Klar, die sind auch super. Aber das größte Wachstum, das verzeichnen wir halt in Berlin. Und deswegen macht es da viel Sinn, sich damit zu beschäftigen, wo will ich kaufen, was will ich kaufen. Gibt es denn auch eine Auswertung von den Übernachtungen, wie viel Prozent dieser Übernachtungen unique waren, also wie viele einmal da waren und wie viele sich auch wiederholt haben? Also man zählt die Gästeankünfte, also wie viele kommen tatsächlich hin, und das waren 3 Millionen in den ersten 3 Monaten 2019. Also 3 Millionen Gästeankünfte, das ist schon richtig viel. Ja? Also da ist ein permanenter Umschlag in der Stadt und deswegen ist die ja auch so dynamisch. Ja? Also wenn ich mir jetzt überlegen würde, was kaufe ich in Berlin? Also wer auf Eigentumswohnungen aus ist, der ist bestimmt auf dem richtigen Kurs. Also wenn man eine leere, eine bezugsfreie Wohnung sich anguckt oder auch eine vermietete zur Kapitalanlage, dann hat das bestimmt ein super Wachstumspotenzial. Wer in Gewerbeimmobilien geht, super Wachstumspotenzial, unter anderem wegen dieser vielen Firmenneugründungen, der neuen Jobs, die es da gibt, dem boomenden Dienstleistungssektor. Wer sagt, ich will bauen, dann sind die Baugrundstücke bestimmt auch ein tolles Thema. Das, was schwierig ist, ist so dieser Mietwohnbereich, unter anderem wegen dem Berliner Mietendeckel. Die Zeitungen sind voll damit. Der Berliner Senat plant ja, so eine Grenze über alles einzuführen, also einen Mietendeckel zu justieren. Das ist das verminteste Gelände, das es im Moment in der Wohnungspolitik
gibt. Das ganze Für und Wider hat ja jeder schon mal gehört. Und der Berliner Senat plant jetzt eben, die Mieten einzufrieren für 5 Jahre. Und das ist natürlich für einen, der jetzt ein kleines Mehrfamilienhaus kauft, schon mit das Hauptthema, das er berücksichtigen muss. Es sei denn, es ist ein Leerstand ein gewisser da, oder? Wie schaut es denn da aus, wenn man jetzt zum Beispiel ein Neubauobjekt erwirbt? Gibt es ja keinen Referenzwert, welcher gedeckelt werden kann. Wird dann umgeschaut, wie ist die ortsübliche Vergleichsmiete oder wird ein Deckel geschaffen durch die Erstvermietung? Ja, gute Frage. Der Neubau, der ist ausgenommen von dem Mietendeckel, aber bestehende Mietverträge, die werden erfasst und möglicherweise gibt es sogar so eine Höchstgrenze, aber das hat der Senat noch nicht geklärt. Das wollen die noch ausarbeiten bis zum Herbst, dass die möglicherweise auch so eine Höchstgrenze einziehen bei bestehenden Mieten. Und wenn dann ein Mieter feststellt, ich zahle jetzt 12 Euro und die 12 Euro liegen höher als beispielsweise die Höchstgrenze von 8 Euro, dann kann man auf Antrag, so ist der Plan zumindest, auf Antrag die Miete auch absenken. Und da hat man natürlich als Vermieter keinen Spaß. Ja, man kauft eine Wohnung, die ist vermietet und dann kommt der Mieter Schlaumeier und sagt, ich senke jetzt meine Miete ab, weil dieses Gesetz mir das erlaubt. Ja, das muss man in Zukunft als Investor echt beachten. Deswegen ist dieses Thema Mietendeckel schon relevant. Vielleicht müssen wir da nochmal überlegen, wie man sich als Investor drauf einstellen kann. Ja. Das, was ich vorab sagen will, also das Ding ist evident verfassungswidrig. Ja? Also es wird jetzt ein paar Jahre brauchen, bis es dann über den Instanzenweg vor dem Bundesverfassungsgericht landet. Und da werden aller Voraussicht nach die Juristen sagen, das ist verfassungswidrig. Also das haben wir nicht auf ewig. Auch wenn der Senat sagt, das geht zunächst mal auf 5 Jahre, könnten die, würden dies garantiert verlängern, wie auch die Mietpreisbremse ursprünglich nur auf festgesetzt worden ist und die wird ja jetzt auch verlängert auf nochmal 5 Jahre. Mhm. Also dieses Versprechen, es gilt nur für 5 Jahre, dem kann man leider nicht vertrauen, denn die Politiker würden es verlängern. Aber das, was der Trost ist, es ist mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig. Warum? Es gibt so einen Grundsatz, der es nennt sich konkurrierende Gesetzgebung, dass also ein Land nicht das regeln darf, was der Bund schon gemacht hat. Und der Bund hat ja mit der Mietpreisbremse die Mieten gedeckelt und das Land kann jetzt nicht das Gleiche nochmal machen. Ja? Also deswegen, da gibt es den ehernen Grundsatz, wenn es der Bund geregelt hat, darf es das Land nicht tun. Also der Mietendeckel ist verfassungswidrig. Trotzdem, er gilt zunächst mal. Und wenn jetzt du oder ich ein Haus kaufen würden in Berlin, dann müssen wir halt mit dem Instrument erstmal rechnen, auch wenn es mit hoher Wahrscheinlichkeit halt später von den Verfassungsrichtern kassiert wird. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit an, dass das ganz in ganz Deutschland ausgerollt wird, das Thema? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also die fordert, ja, Herr Schäfer-Gümbel, der zwischenzeitliche SPD-Chef, hat gesagt, wir brauchen den Mietendeckel in ganz Deutschland. Ja. Und die Justizministerin hat ein Konstrukt für den Mietendeckel schon als Gesetzentwurf eingebracht. Die CDU ist da noch dagegen. Ja, auf Bundesebene ist es anders als auf Berliner Ebene. Da sagt man, in Märkten mit einem knappen Angebot sollen Mieten, die 20% oberhalb von der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, da sollen die gedeckelt werden dürfen, weil es quasi die Verlängerung von dem, bisher heißt es Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz ist, also von diesem Mietwucherparagrafen. Ja. Und das will man jetzt als harten Mietendeckel einführen, so die Pläne aus dem Justizministerium. Dafür gibt es echt einen Gesetzentwurf, ja, der liegt vor, kann jeder googeln, das ist der aktuelle Gesetzentwurf zur Reform der Mietpreisbremse. Und neben der Mietpreisbremse soll halt auch dieser Mietendeckel eingeführt werden, also 120% von der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das also bundesweiter Plan. Das wird wahrscheinlich so noch nicht durch die Koalition durchkommen. Aber man hat das ja schon häufig erlebt. Das braucht dann nur so ein bisschen Zeit. Und dann kommt es am Ende des Tages möglicherweise, wir wissen es nicht. Aber jetzt sind wir sozusagen im politischen Umfeld. Keiner weiß, wie lange die Koalition hält. Also das kann man tatsächlich im Moment nicht sagen. Aber wir Investoren, wir müssen einfach damit rechnen, dass in diesen Markt stärker eingegriffen, stärker reguliert wird. Und deswegen zum Beispiel die Frage, was mache ich denn mit meinem Mietwohnhaus? Kann ich es aufteilen in Einzeleigentum? Dann ist das bestimmt eine gute Exit-Variante. Ja? Gibt es da Leerstand, dann ist das ein echt gutes Thema. Oder wie kalkuliere ich es denn eigentlich? Kalkuliere ich da meine Mietsteigerungen für die Zukunft ein, so wie ich es vielleicht bisher gemacht habe? Oder kalkuliere ich mehr mit den Ist-Mieten, die halt jetzt schon da sind und auf die verlasse ich mich zunächst mal? Ja, das wäre ja vielleicht beim Einkauf auch eine Perspektive. Ja. Das wird dann wahrscheinlich aber auch gewissermaßen Einflüsse haben auf die Verkaufspreise, dass die Investoren nicht mehr bereit sind, so hohe Preise zu bezahlen.
auf den Markt haben. Ja? Also wenn das Mietpreiswachstum so sehr begrenzt wird in Form eines Mietendeckels, auch wenn es nicht auf ewig gilt, aber zunächst mal für eine gewisse Zeit, dann bremst das den Markt aus. Ja? Das ist die negative Tendenz. Auf der anderen Seite wissen wir ja beide, dass es wahnsinnig viel Kapital gibt, das um den Globus schwirrt, und die hohe Liquidität, die sucht nach wie vor Anlage und die suchen halt nach Immobilien. Ja. Und wo suchen sie Immobilien? Weltweit, in Deutschland, weil wir halt der Safe Haven in Europa sind. Ja, und wo sucht man in Deutschland? In Ja, in Berlin. Berlin. Und also insofern, das sind zwei gegenläufige Tendenzen. Eine würde sagen, logisch, wenn der Markt Gebäude. unattraktiv wird, dann müssen die Preise sinken. Auf der anderen Seite, durch die hohe Liquidität, die im Markt ist, verzögert sich der Effekt vielleicht noch ein bisschen. Okay, super. Und jetzt haben wir ja viele Investoren, die sagen, Berlin ist cool, ich will da investieren. Was Verstehe ist der ich. beste Ansatz und wie macht man dort die besten Deals? Naja, also doch nochmal Mietendeckel. Also ich glaube, es ist gut, wenn man in die einfache Lage geht. Ja. Ja, also da, wo die Mieten eher noch auf einem niedrigen Niveau sind. Also deswegen vielleicht nicht direkt in der Innenstadt, sondern eher in den Außenbezirken. Ja, weil es bestimmt Sinn macht, sich mit diesen, ich nenne es mal einfacheren oder mittleren Lagen zu beschäftigen. Ja. Denn da ist auch die Gefahr, dass mir meine Miete nachher so zwangsweise heruntergesetzt wird, wenn das kommt. Da ist die Gefahr nicht so groß. Wenn ich jetzt so einen Altbau habe, der top vermietet ist, der zwar total schön ist, in einer super Lage, aber auch eine extrem hohe Miete hat, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das politisch ein Problem wird, die Gefahr ist groß. Also ich Ja. würde mich tatsächlich auf diese einfache Lage konzentrieren. Ohnehin ist das für mich immer der Investorentipp Nummer eins. Kauft nicht die beste Lage, sondern kauft eine einfache mittlere Lage, denn dafür gibt es wahrscheinlich absehbar in Deutschland den größten Bedarf. Warum? Auch das ist ja bekannt, wir brauchen bezahlbares Wohnen. Wenn es ein ordentliches Angebot, eine ordentliche Wohnung ist im bezahlbaren Segment, dann hat man da eigentlich den größten Markt für sich. Wie weit würdest du rausgehen als Berlin-Experte? Also ich kenne die typischen Hipsterviertel, ich kenne Charlottenburg, ich kenne alles Mögliche da, aber ich weiß es nicht, wie weit ich rausgehen darf, um noch sicher zu sein. Also komplett raus nach Brandenburg hat dann wieder andere Risiken, denke ich. Und wie weit kann man gehen, um auf der sicheren Seite zu stehen? Also wenn du rausgehst aus dem S-Bahn-Kreis, den es ja so gibt, dann ist eine Gefahr da, du findest keine Hipster mehr. Ja? Okay. Also die sind halt innerhalb vom S-Bahn-Ring. Ja? Aber draußen wohnen auch Menschen. Also der S-Bahn-Ring ist quasi im inneren Drittel der Stadt und drumherum sind die ganzen Außenbezirke. Ja? Da wird gewohnt, da gibt es keine einzige Wohnung, die leer steht. Ja? Da werden Wohnungen gesucht. Und ehrlich gesagt würde ich mich nicht um den total engen Markt kümmern innerhalb vom S-Bahn-Ring, weil es einfach zu eng ist, und da ist es einfach zu teuer, jetzt auch im Einkauf. Und die Gefahr mit der Mietendeckelungsgeschichte, die ist für mich da zu groß. Ich würde eher an den Stadtrand gehen, bezahlbare Eigentumswohnungen oder ein kleines Mehrfamilienhaus kaufen. Man kann aber übrigens auch ins Berliner Umland gehen, denn das Umland wächst mittlerweile schneller als die Kernstadt. Okay. Ja, das ist ganz spannend, dass die Gemeinden drumherum eigentlich viel mehr Nachfrage haben, weil da mehr Menschen ins Umland ziehen als in die Kernstadt. Das ist nicht nur in Berlin so, das ist in der Metropolregion Hamburg so, in anderen Bereichen auch. In fast eigentlich allen Städten wachsen so diese Umlandgemeinden stärker, als das in der Kernstadt der Fall ist. Also Umland ist auch ein gutes Thema. Da können wir vielleicht noch kurz überlegen, welche Städte dafür in Frage kommen. Beides geht, das Profil ist halt ein unterschiedliches. Also ich als Nicht-Berlin-Experte würde jetzt mal schauen, dass ich auf jeden Fall einen ICE-Stop habe, wenn es so weit draußen ist. Also ein Stop entfernt vom Hauptbahnhof zum Beispiel. Oder welche Kriterien würdest du da noch unter die Lupe nehmen? Naja, der Hauptbahnhof ist natürlich in Mitte, ja. Ja. Und eine S-Bahn-Station ist Friedrichstraße, du bist Ein immer noch in Mitte. ICE-Stop. Ja. Also das wäre Spandau, ja. Und der nächste ICE-Halt ist dann irgendwie Wolfsburg, ja. Also da, Okay, wo okay, VW okay. gebaut wird. Okay. Also das ist schon ein bisschen weiter. Aber also zum Beispiel im Umland würde ich darauf achten, dass ich innerhalb der S-Bahn oder Regionalbahn Erreichbarkeit bin. Ja. Ja. Und wer morgens mit der S-Bahn in die Stadt reinpendelt, fährt halt 30, 35, 40 Minuten. Und das ist völlig normal, so als Pendlerstrecke. Ja, ich würde jetzt aber nicht über den S-Bahnhof Endhaltestelle, über den würde ich nicht hinausgehen. Ja, also wenn Ja. die S-Bahn da ist, wenn die Regionalbahn erreichbar ist,
in einem vernünftigen Abstand zum Objekt, dann ist es eigentlich safe. Alles klar. Und wenn man sich dafür entschieden hat, in diese Bereiche zu gehen, wie würdest du empfehlen, vorzugehen als nicht ansässiger Berliner, die Objekte zu akquirieren? Dich Naja, anrufen, oder? mich anrufen ist immer ein guter Ratschlag, aber Ja. ich glaube wirklich, dass man sich mit Leuten verbinden sollte, die als vor Ort Erfahrene, wie ist die Mikrolage wirklich? Ja? Also die Straßen sind manchmal lang und am einen Ende ist die Straße super, aber am anderen Ende ist die gar nicht mehr so gut. Ja? Ja. Und diese Adressqualität, die kriegst du im Zweifel gar nicht mit, wenn man so tagsüber durchfährt. Aber jeder weiß, dass das eine das gute Ende und das andere das schlechte Ende ist. Ja, und du, wenn du von außen kommst, kriegst es nicht mit. Ja, also deswegen ist es schon gut, wenn man da jemanden hat, der einen durch die Stadt führt. Ja. Auf der anderen Seite, ich würde da immer mit gesundem Menschenverstand rangehen. Ja, also guck dich um, fahr da ein paar Mal hin, beweg dich. Im Zweifel nimmt man sich so ein Leihfahrrad und fährt einfach mal ein, zwei Tage durch den Stadtteil und kriegt ein Feeling dafür, wie ist denn das da eigentlich? Und wenn man dann so einen Eindruck hat, wird denn da in den nächsten 2, 3 Jahrzehnten noch gewohnt? Ja? Also ist das eine Lage, wo auch in 20, 30 Jahren die Menschen noch wohnen? Dann spricht erstmal wenig dagegen. Ja? Das wäre so Ja. mein allererster Check. Ja? Und ich glaube, das gilt für alle Stadtteile in den großen deutschen Metropolen. Ja? Es gibt bestimmt Städte, die sind demografisch schwieriger, da wo man nicht weiß, ob es da nicht einen drastischen Bevölkerungsrückgang gibt. Aber das haben wir ja in unseren Top 7 oder Top 10 Städten überhaupt nicht. Ja. Also da wird es eher immer noch enger. Und wenn man da eine Wohnung hat, dann wird man die gut vermieten können. Es sei denn, wir haben dieses politische Regulierungsthema auf der Agenda. Alles klar, super. Dann vielen Dank, Jürgen, für die Einblicke Ja, in den gerne. Berliner Markt. Gibt es noch einen Top-Tipp, den du vielleicht am Ende dalassen möchtest? Ja, ich glaube, dass die Eigentumswohnungen am Stadtrand und in den Umlandgemeinden ein Einkaufstipp sind, weil sich da nicht so sehr viele drauf konzentrieren. Und wenn man jetzt so in Städten wie Stahnsdorf, Teltow oder auch Oranienburg oder Ja. Ludwigsfelde unterwegs ist, die einem jetzt nicht so sofort auf dem Investitionsradar entgegenkommen, Oder die man wenn man teilweise da noch gar nicht kennt. aber kennenlernen sollte, Ja. dann hat man da den Berlin-Boom mitgenutzt, aber zahlt nur 2 Drittel vom Preis. Sehr gut. Vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin einen Gerne. schönen Tag und dass die Klimaanlage richtig funktioniert bei der Hitze. Danke, ciao, bis bald. Mach's gut. Ciao. Auf jeden Fall ein Glück. Tschüss.